Ja, heute mit einer neuen Ausgabe vom FCS-Magazin. Zu Gast ist heute Markus Obernosterer. Grüß dich, Markus. Hi. Hallo, Servus, Christi. Blöden Tag hast du ein bisschen erwischt nach dem Spiel gestern gegen Freiburg. Da steht man so ein bisschen in der Kritik. Woran hat es gehangen? Ja, ich glaube, insgesamt haben wir einfach kein gutes Spiel abgerufen, vor allem erste Halbzeit. Waren wir einfach nicht griffig genug und ja, das Spiel ist jetzt abgehakt. Wir haben es heute nochmal analysiert und jetzt haben wir eh die Chance, am Sonntag wieder 3 Punkte zu holen und ja, müssen uns darauf fokussieren. Ja, vielleicht mal für die weniger Profis, wie läuft so eine Analyse nochmal ab? Ja, also heute war halt ganz normal Training um 10, dann haben wir halt das Video angeschaut, ein paar Szenen. Der Trainer hat uns halt gesagt, was wir halt nicht gut gemacht haben. Und ja, jetzt muss halt jeder nochmal vielleicht heute noch ein paar Gedanken machen, was er verbessern kann und dann eigentlich schnell abhaken und ja, nach vorne schauen und am Sonntag alles besser machen. Ja, euer Trainer hat auch gesagt, das hat sich irgendwie schon so abgezeichnet, beim Abschlusstraining, dass das irgendwie nichts wird, ja? Ja, das Abschlusstraining war nicht gut, aber wie gesagt, es gibt halt so Trainings, wo man halt nicht alles top macht, aber ja, wir müssen einfach trotzdem unser Spiel besser spielen und ja, es darf jetzt keine Ausrede sein und ja, wie gesagt, das Spiel war einfach schlecht und das müssen wir halt jetzt schnell abhaken. Ja, würdest du sagen, es war kollektiv schlecht, ja? Oder gab es auch noch irgendeinen rauszuholen, der mir sagt, der hat es noch einigermaßen normal vom gehabt von gestern? Nein, ich glaube, es war eigentlich für jeden ein schwarzer Tag. Und ja, das steckt halt dann viele an. Wenn halt bei dem nicht läuft, dann läuft es halt bei dem nicht und so. Deswegen würde ich da jetzt keinen außerheben oder so. Aber wie gesagt, wir sind eine Mannschaft, wir gewinnen zusammen. Jetzt haben wir halt immer ein schlechtes Spiel gemacht und ja, jetzt muss halt jeder nochmal die Sinne schärfen und ja, am Sonntag alles besser machen. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 2 mit Markus Obernosterer. Wir haben gerade das Spiel mal so ganz kurz analysiert, woran es gelegen hat. Wir haben auch alle Besserungen gelobt. Und ja, jetzt kommt am Sonntag die Stuttgarter Kickers. Die können mit einem Sieg an euch vorbeiziehen, ne? Ja, das ist richtig. Die haben jetzt gegen Mannheim 2-1 gewonnen. Also, wir sind auf jeden Fall gewarnt. Aber wie gesagt, ich bin positiv, dass wir das Spiel am Sonntag gewinnen und ja, dass wir uns dann vorne wieder festsetzen. Ja, du hast schon gesagt, die haben im Moment einen ganz guten Lauf gegen Mannheim gewonnen, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, Mannheim für mich unerklärlich gerade. Jetzt haben sie gegen Freiburg eben schon verloren und jetzt gegen Stuttgarter Kickers. Vielleicht haben sie auch ihre Probleme dieses Jahr, so wie auch Elversberg. Also, ist jetzt nicht so, dass jede Mannschaft eigentlich vorne weg marschiert. Im Moment halt Offenbach ganz gut, aber ja, Stuttgarter Kickers, auch letztes Jahr, das waren zwei enge Spiele gegen uns. Ja, die sind sicher top motiviert gegen uns und ja, ich freue mich trotzdem aufs Spiel und glaube, dass wir gewinnen. Wie wichtig ist das Spiel vielleicht, dass man in der Spur drin bleibt, dass man sagt, okay, das muss ich schon gewinnen, dass ich oben dran bleibe, dass der Anschluss noch da ist? Ja, sehr wichtig, weil man sieht ja, die Tabelle ist alles sehr eng. Viele Mannschaften mit 10 Punkten und eben Kickers mit 8. Also wenn wir verlieren sollten, was sie nicht glaubt, dann wäre schon schwer, wieder den Anschluss zu finden. Und vor dem her, gerade am Anfang der Saison muss man schon die Spiele gewinnen, damit man sich halt mal oben festsetzt. Stuttgart kennst du noch aus deiner Zeit? Du warst mal selber in Stuttgart. Wie Ja, war es da? Erzähl mal ein bisschen. war für mich eigentlich ein super Jahr. Dritte Liga mit dem VfB. Ja, kennen noch viele davon in Stuttgart und ja, mir hat es eigentlich sehr gut gefallen, sportlich wie auch die Stadt Stuttgart und habe mich da sehr wohl gefühlt, ja. Ja, und kennst du auch noch ein paar Spieler von den Kickers? Ja, natürlich Miodunic, mit dem habe ich ja in Elversberg im ersten Jahr zusammengespielt. Habe ich eigentlich noch regelmäßigen Kontakt und ja, das ist eigentlich mit dem eigentlich von Stuttgart Kickers jetzt noch was zu tun habe. Und wir reden gleich weiter im FCS-Magazin Teil 3. Und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 3, heute mit Markus Obernosterer. Ja, du bist ja gewechselt von Elversberg nach Saarbrücken. Du warst nicht der Einzige, der von Elversberg nach Saarbrücken in der Saison gewechselt hat. Da gab es auch ein bisschen Kritik. Wie geht man damit um? Ja, ich meine, es ist halt im Fußball so, dass man halt den Verein wechselt, aber wie gesagt, ich glaube, für uns drei war es einfach der bessere Schritt. Bei jedem war es eine eigene Situation. Ich glaube, meine Situation ist eh oft bekannt, wie das gewesen ist. Und ja, aber ich habe Saarbrücken Ja, immer vielleicht schon. erklär noch mal ganz kurz, wie deine Situation war. Ja, meine Situation war halt so, dass ich eigentlich
immer Stammspieler war und dass der Trainer dann einfach aus dem Nix mich im Winter eigentlich nicht mehr im Kader nominiert hat, eigentlich ohne Begründung. Und ja, dass halt dann der Kontakt zu Saarbrücken zustande gekommen ist und ich schon verfolgt habe, was hier entsteht. Und man kennt ja den Verein, ist ja mit vielen Fans und Tradition und so und das hat schon hier seinen Reiz. Und ja, für mich war die Entscheidung dann eigentlich schnell klar, dass ich eigentlich das machen will und auch nicht spekuliere auf dritte Liga zu anderen Vereinen und so und habe mich eigentlich schnell für Saarbrücken entschieden. Was macht man dann, wenn man nicht im Kader ist? Geht man dann in die zweite Mannschaft? Na, also das habe ich jetzt nicht müssen in der zweiten Mannschaft, aber ich habe immer am Wochenende selber eigenes Training gemacht, individuell und habe halt versucht, dass ich fit bin, falls ich wieder die Chance kriege. Und so war es dann auch nach 6, 7 Spielen, wo es nicht gelaufen ist. Und ja, man muss halt, ist halt schon Fußball halt, will man immer spielen, aber es gibt so Zeiten und ja, die muss man durch. Ja, als Österreicher im Saarland, wie ist das so? Ja, also ich fühle mich sehr wohl mit meiner Freundin, lebe echt schon 2 Jahre jetzt da und ja, uns gefällt es sehr gut und Stadt ist super, die Menschen, ich vergleiche es oft so mit Innsbruck, von der Altstadt, von der Einwohnerzahl und so und ja, also da kann ich nichts dagegen sagen und ich fühle mich sehr wohl hier. Wie viel Heimweh hast du nach Österreich zu den Bergen? Ja, natürlich, ich bin aufgewachsen, habe da fast die ganze Zeit meines Lebens verbracht und auch viele Freunde und Familie, ist natürlich, hat man Kontakt über WhatsApp oder Facebook, aber ich würde schon gerne das eine oder andere Mal heimfahren, aber es geht halt leider nicht, weil die Entfernung zu groß ist. Aber im Winter und im Sommer hat man ja immer 3, 4 Wochen und dann nutze ich halt schon die Zeit mit Familie und Freunden daheim. Kommen deine Eltern auch mal runter, gucken mal ein Spiel von dir? Ja, die kommen eigentlich jedes halbe Jahr, kommen die, schauen sich Spiele an, bleiben Wochenende hier. Und ja, freue mich schon immer sehr, wenn sie kommen. Der Weg haben sie gleich wieder mal. Alles klar, wir reden gleich weiter mit Markus im FCS Magazin Teil 4. Und wir sind zurück beim FCS Magazin Teil 4 und mit Markus Obernosterer. Ja, was wäre Markus Obernosterer gewesen, wenn er kein Fußballprofi gewesen wäre? Ja, also ich habe ja eine Wirtschaftsschule gemacht, also auf zweigleisig eben mit Fußball immer, in der Früh Training und dann Schule. Und ich glaube ja, sowas im Büro oder als Buchhalter vielleicht, sowas hätte ich mir damals vorgestellt, aber wie gesagt, jetzt konzentriere ich mich auf Fußball und es gibt so viele Sachen, was mich interessieren, aber jetzt mache ich mir einfach nur Gedanken über Fußball. Dein schönstes Erlebnis beim Fußball? Schönstes Erlebnis, ja, also wo wir mit 20 aus der zweiten Liga in Österreich aufgestiegen sind in die Bundesliga, das war schon mit das Schönste eigentlich, was ich im Fußball bis jetzt erlebt habe. Wie wirst du jetzt vergleichen, die Bundesliga in Österreich zu der in Deutschland? Da sind schon Welten dazwischen, oder? Ja, also Bundesliga Österreich, Bundesliga Deutschland brauchen wir sowieso nicht reden. In Österreich gibt es halt 3, 4 Vereine, Salzburg, Rapid Wien, Austria Wien, Sturm Graz vielleicht noch, die schon ein Potenzial haben, wo gute Spieler sind. Aber dann fällt die Liga schon sehr, sehr ab. Und deswegen kann man da eigentlich nicht so sagen, das mit einer Liga zu vergleichen. Ich sage, unsere Mannschaft könnte sicher, ja, glaube ich, gegen den einen oder anderen Bundesligisten bestehen. Deswegen. Deine erste rote Karte. Meine erste rote Karte, die habe ich gekriegt bei Energie Cottbus. Was war da passiert? Wir wollen Ja, die alle einsleiten müssen. das war, glaube ich, da lief es nicht so. Da haben wir, glaube ich, 3-0 verloren gegen Halle Ja. damals und habe schon gelbe Karte gehabt. Und ja, wie es halt so oft ist im Fußball, macht man meistens Frustfaul oder so. Und das war dann schon berechtigt, die rote Karte. Aber generell bin ich schon ein sehr fairer Spieler, würde ich sagen. Ja, kommst du mit den 5 Kartenregeln aus? Reicht dir das im Mittelfeld über eine Saison? Ja, das ist genau die Grenze, glaube ich. Letztes Jahr habe ich 5 gelbe Karten gehabt, habe genau einmal habe ich pausieren müssen, aber ja, man kann sich ja da nicht schonen oder so, das passiert halt, aber man sollte schon vermeiden, so dumme gelbe Karten wie Kritik oder Ball wegschießen oder sowas halt. Ja, wir haben schon mit Schmidti und mit ein paar Leuten hier getippt, das Rückspiel. Saarbrücken gegen Elversberg. Ist noch ein bisschen hin. Vielleicht gibst du auch mal deinen Tipp ab. Wir haben es hier so schön auf der Schiedsrichter-Notizkarte Ja. draufgeschrieben. Vielleicht tippst du auch noch. Ich hoffe, du kennst die Unterschriften deiner Mitspieler. Dann weißt du, wer was getippt hat. Ja, dann tippen wir mal ein klassisches 2-0 für uns. 2-0. Hat auch dein Kollege. Ach so. Ja, ist das Schmidti, oder? Nein, das ist. Holzi. Ja, genau. Ja.
Schmidti war der 3-1. Ja. Ein Gegentor hat er zugelassen. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank für deinen Besuch im Studio. Schön, dass du da warst. Viel Glück am Sonntag. Und ich habe gelesen, du hast gestern einen auf den Fuß gehopft und hast nicht gemacht. Guck, dass du ihn am Sonntag machst. Ja, passt. Hoffen wir es. Danke. Danke.